Dass die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge über einen als negative, ich glaube, ist auch normal. Mir ist durchaus bewusst, dass jeder, glaube ich, bei uns diese persönliche Verantwortung spüren muss. Die spüre ich auch für die Situation, in der wir sind. Mir ist aber auch bewusst, dass ich jetzt nicht für alles verantwortlich bin. Ja, in den letzten zwei Wochen ist schon inflationär oft mein Name gefallen und wenig andere Namen. Und das lässt mich dann schon ein Stück weit auch kalt, weil ich weiß, dass ich sehr viel für den Job investiere und auch weiß, dass ich den Spielern immer klare Abläufe in die Hand gebe und auch weiß, dass ich mit ihnen, das würde ich schon behaupten, dass ich ein ganz ordentlicher Mensch bin, auch ordentlich mit ihnen umgehe. Und demnach ist mir schon bewusst, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Bin mir aber auch bewusst, dass ich mich nicht aus der Verantwortung stehle. Mache ich auch nicht. Aber ich schlafe identisch wie die Wochen davor auch. Es ist nicht so, ich habe schon mal gesagt, dass Fußball ist für mich ein ganz wichtiger Teil und natürlich auch eine Leidenschaft von mir. Aber definiert es nicht mich als Mensch oder mein Lebensglück. Und deswegen versuche ich mir schon den nötigen Abstand auch davon zu geben, in dem Bewusstsein alles dafür zu tun, dass es besser wird. Aber auch das Bewusstsein zu haben, dass ich garantiert nicht dafür verantwortlich bin, dass die Nationalmannschaft nicht gewinnt gegen Ungarn oder dass wir jetzt die letzten vier Spiele nicht gewonnen haben. Also man hat immer einen Teil, trägt man dazu bei, wenn man gewinnt, und er trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, wenn man verliert. Aber es ist weder Josh Kimmich noch ich noch Manu Neuer allein verantwortlich, sondern es ist ein Teamsport und es wird auch morgen Abend sein. Ich hatte jetzt keine Rücktrittsgedanken, sondern es ging einfach darum, dass ich keine Lust habe, die Spiele nicht zu gewinnen. Und ich gerne am Payday wieder Deutscher Meister werden würde und auch gerne in der Champions League und im DFB-Pokal weiterkommen will als letztes Jahr. Weil ich das Gefühl habe, wir gewinnen nicht, dann mache ich mir Gedanken, wie wir wieder gewinnen können. Und das habe ich da versucht zum Ausdruck zu bringen.